Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei das große Basteln reinschaut. Weiter geht es mit einer Osteridee. Einfach Servietten hinlegen kann jeder. Ihr könnt nach diesem Video diese süßen Hasen, Serviettenhasen hinstellen. Für euch erstmal die Entscheidung mit Gesicht oder ohne Gesicht. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal, damit ihr solche Ideen nicht verpasst. Lasst ein Like da, einen Kommentar mit oder ohne Gesicht. Und super wäre natürlich noch, wenn ihr das Video teilt, damit ich einfach ein bisschen mehr Reichweite bekomme. Ganz simpel, ihr braucht eigentlich nur eine Serviette und eine Klammer dafür. So, jetzt stellen wir es erstmal beiseite. Man kann da auch vielleicht noch ein kleines Ei von unten reinstecken, Schokoei oder sowas. Genau, Klammer, Serviette. Ich habe jetzt festgestellt, ich habe nur Servietten mit Muster. Könnt ihr nehmen, könnt aber auch ganz normale Uni-Servietten nehmen. Wir klappen die einmal auf, drücken die ein bisschen gerade und holen uns von unten die beiden Lagen einmal nach oben. Wir suchen das ein bisschen halbwegs ordentlich hinzubekommen. Das ist nachher nämlich ganz wichtig. Deswegen gucke ich auch immer noch mal von der anderen Seite, dass das so ungefähr übereinander auch liegt alles. Jetzt holen wir uns das wieder zurück, sonst kommen wir gleich mit der Anleitung durcheinander. Unten schön glatt streichen das Ganze. Jetzt haben wir ja hier in der Mitte automatisch ja unsere Mitte. Das seht ihr, wenn ihr die Serviette aufgefaltet habt. Und wir klappen jetzt die linke Seite über die Mitte praktisch, also an der Mitte vorbei. Machen uns hier auch wieder ein bisschen mit dem Fingernagel das gerade alles. Die andere Seite machen wir genau das gleiche. Auch wieder schön mit dem Fingernagel die Kante ziehen. Können auch ein Falzbein oder sowas dazu nehmen. Jetzt erinnert das schon ein bisschen daran, wie wir früher Flugzeuge gebastelt haben aus Papier. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir holen uns die obere Kante auch zur Mitte. Jetzt erinnert uns das Ganze an einen Briefumschlag. Ordentlich wieder ziehen. Jetzt holen wir uns die andere auch runter, die andere Spitze. Und jetzt haben wir hier die Öffnung. Die zieht ihr euch zur Seite hin und klappt jetzt praktisch die Spitze um. Nochmal zur Mitte. Auch wieder gut ziehen. Und hier unten auch, also immer hier, wo die Öffnung ist. Jetzt sieht es ein bisschen ja, wie eine Eistüte, eine Schultüte oder sowas aus. Wieder gut falzen das Ganze. Einmal das Ganze umdrehen. Und jetzt die Spitze, die wir hier oben haben, zur Mitte hin umklappen. Auch wieder gut falzen. Und jetzt klappen wir, wenn ihr das so hier gefalzt habt, ne, hier ist die Spitze, klappt ihr das einfach um. Und schon habt ihr eigentlich unsere Hasen fertig. Ihr könnt jetzt hier noch so ein bisschen, jetzt sind meine Finger da im Weg, rausholen, dass er das ein bisschen aufstellt, die Öhrchen hier ein bisschen noch machen und hinten dann irgendwie eine Klammer. Ich habe jetzt nur diese da dran machen, damit das hält. Hier könnte man jetzt auch eine Wäscheklammer mit einem Namen zum Beispiel drauf machen. Dann hat man gleich Platzkärtchen praktisch. Könnt ihr einfach noch mal ganz doll überlegen, was man da macht. Hier ein klein wenig reindrücken, damit das so ein bisschen eben dann auch ist. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel auch ein Gesicht reinmalen. Da sind wir uns hier gerade nicht ganz einig. Ich finde sie eigentlich ohne Gesicht, weil man will ja die Serviette auch benutzen. Die anderen meinen lieber mit Gesicht. Klar, sieht es dann ein bisschen noch mehr wie ein Häschen aus. Aber ich finde, durch die Ohren und so kommt das ja auch schon gut raus, dass das ein Hase sein sollte. Ja, so einfach könnt ihr aus einer langweiligen Serviette einen süßen kleinen Osterhasenserviette machen. Habt ihr gesehen, das geht relativ schnell. Ihr müsst nur ein bisschen auf die Schritte aufpassen, dass ihr das richtig macht. Ich habe auch erstmal ein bisschen getüftelt, hatte erstmal auch falsch eben noch
faltet das Ganze, aber es geht relativ schnell und ihr habt echt einen Hingucker. Einfach machst du noch mal hier auf den Finger drauf auf eurem Ostertisch, was nicht jeder hat. Und ihr könnt sagen, es ist selbst gemacht. So, kommt noch mal her, ihr Hasen. Habt ihr gesehen, ging wirklich super, super schnell. Der hier will schon wegkribbeln. Also, lasst mal da, wie es euch gefallen hat. Denkt dran, abonniert den Kanal. Lasst ein Like da und vor allem teilt das Video, damit ganz viele ihren Ostertisch auch noch ein bisschen aufhübschen können. In diesem Sinne, ich weiß nicht, ob wir uns noch mal hören vor Ostern, wünsche ich euch schöne Ostertage. Danke, dass ihr immer fleißig zuschaut und bis bald. Macht's gut. Tschüss.